hoffe aber, dass es das jetzt war mit den Todespestlern. Da hinten ist noch einer. Ja, den haben wir fast. Ha, sehr gut. Das war jetzt gut. Und ich glaube, das war's. Ja, das war's. Wir müssen dringend einen Trank trinken. Dunkelschmiedestand 6. Na toll, den brauchen wir noch nicht mal. Egal. Haben wir ein weiteres Geheimnis gelüftet. Und hier geht es dann leider nicht weiter. Oder? Ne, da geht es nicht weiter. Eindeutig. Gut, jetzt bleibt uns nur noch dieser Teleporter. Ich bin gespannt, wo uns der hinbringt. Aber der muss uns jetzt irgendwo Spannendes hinbringen, weil sonst gehen uns die Wege aus. Sonst haben wir hier schon alles gemacht, was man machen kann. Wenn uns der Teleporter natürlich jetzt irgendwo in einen anderen Bereich des Hauses bringt, wäre es cool. Wenn er uns aber irgendwo in einen anderen Bereich der Welt bringt, wäre es nicht so cool. Weil ich suche ja immer noch nach dem Boss. Dem Big Boss. Da oben waren wir schon. Genau. Da oben waren wir. Ich meine, es könnte natürlich auch noch Geheimnisse hier, geheime Wege geben oder so. Könnte sein. Glaube ich aber irgendwie nicht. Nö. Hätte mich auch gewundert. Vielleicht da auf der anderen Seite gegenüber der Tür. Gut, dann teleportieren wir uns mal. Ich befürchte fast, dass wir jetzt aus dem Haus rausgehen. Und dass das nicht der Weg zu dem Boss ist. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Okay, wir landen hier. Doch, das ist der Boss. Das ist der Boss. Das Problem ist, wir haben dieses Schwert nicht, das wir brauchen. Wir haben nur 25.000 Runen. Ich kann es einfach mal probieren. Von den Getränken her passt es auch. Ich probiere es einfach mal. Aber es dürfte eigentlich nicht funktionieren. Ah, da ist das Schwert. Da wird das Schwert liegen, oder? Da ist das Schwert, das wir brauchen. Da ist er. Der Schlangenjäger. Okay, Stärke B. Das passt für uns wunderbar. Oh, wir haben die Amitato-Asche zu früh geholt. Jetzt hätten wir sie holen müssen, weil dann hätte er nämlich jetzt auch den Schlangenjäger. Egal. Machen wir es jetzt einfach so. Beim nächsten Mal dann. Der lenkt ja trotzdem ab. Oh, er hat uns erwischt. Das war schlecht. Wie kommen wir denn jetzt da ran? Ah, wir müssen hier ins Feuer rein. Ups. Ja, ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen besser vorbereiten. Auch einen anderen Talisman reinnehmen, nämlich den Feuerschutz-Talisman. Der wäre gut. Und die Imitator-Dränne braucht dringend den Schlangenjäger. Obwohl, vielleicht schaffen wir es sogar. Wenn wir jetzt fleißig sind.
Das Feuer macht uns glücklicherweise nicht so viel aus. Komm, hopp. Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie, wir haben sie. Die Götter vernichten eine Schlange. Wir haben sie, wir haben sie. Die Asche verschwindet nicht. Oh, okay. Was passiert jetzt? Okay. Ich sehe Hände. Ich sehe ein Gesicht. Haha. Oh, ein Schwert. Oh, ziemlich großes Schwert. Nee, ganz sicherlich nicht. Rickard, Fürst der Blasphemie, okay. Vielleicht sollten wir jetzt schnell hier... Ach, wir haben eh den falschen. Schnell den hier reinnehmen. Noch die Todesbrut-Ding drin. Das war ja ganz schlecht. Kommen wir da durch? Ja. Kommen wir relativ gut durch. Okay, der Schlangen. Der Schlangen. Die Schlangenwaffe ist gut. Funktioniert nicht mehr so gut wie gegen die andere Schlange. Aber es ist trotzdem ganz gut. Sehr gut, wir haben ihn wieder. Oh. Jetzt komm, mach. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Komm, mach nochmal. Nochmal. Eieieiei. Ich glaube, das ist Phase 2. Oh nein, wir sind fast tot. Trink. Ah, wir sind tot, verdammt. Ich hoffe, dass wir jetzt nur noch gegen Rickard kämpfen müssen. Das wäre natürlich super. Und dass wir die Imitator-Träne auch mit unserer Schlangenwaffe ausstatten können. Müsste aber eigentlich funktionieren, weil der alle Waffen dupliziert. So, jetzt sind wir natürlich blöderweise hier. Jetzt sind wir blöderweise hier. Okay. Ist das Ding da? Ja, das Ding ist da. Da können wir einfach laufen, oder? Ich meine, wir können uns auch nochmal durchkämpfen. Theoretisch. Da fängt das schon gut an. Stimmt, da ist ja auch ein Gegner gewesen. Ach, blöd. Schwarze Knute. So, dann können wir jetzt schon mal den holen. Dann soll der sich nämlich da kümmern. Wollt er kämpfen. Der kämpft doch gegen die Schlange, da kommt sie doch. Thank you.
Wunderbar. Ich halte mich von ihm zurück und hole mir und warte darauf, dass unsere Lebensenergie wieder steigt. Und das ist nochmal eine Schlange. Vielleicht ist der Schlangentöter gegen diese Schlangen auch gut. Hätten wir mal probieren sollen, ne? Ja, jetzt haben wir hier natürlich wieder das Schlangengesocks. Ich gehe mal in den anderen Raum rein. Und warte darauf, dass unsere Imitatorasche, die können wir nämlich dann eh nicht mitnehmen, wenn die ein bisschen verletzt wird, das ist nicht schlimm, aber schaut mal, die Imitatorasche heilt auch, weil er denselben Talisman drin hat wie wir. Hier können wir mal unsere Talismane nochmal anschauen, also den behalten wir, den könnten wir auch rausnehmen beim Kampf. Ja, und Blutverlust haben wir auch nicht, das heißt, die beiden nehmen wir noch raus für den Kampf. Ich dachte eigentlich schon, dass er auch die Schlange da erledigt. Kommt irgendwie nicht ran. Ach, jetzt. Da ist jetzt noch ein Item. Vulkanstein. So, damit haben wir uns dahin geschlichen. Wir sollten da mal hier diesen Reisezauber benutzen. Gut, dann sind wir. Ach, da schaut mal, da ist ein Ort der Gnade, den wir nicht berührt haben. Das ist das Problem gewesen. Jetzt wird ein Schuh draußen. Da können wir hier auch rasten ohne Probleme. Das ist natürlich super. So, jetzt aber erstmal die richtige Ausrüstung. Also, statt dem hier, was könnten wir nehmen? Wir könnten den hier nehmen, Resistenz gegen körperlichen Schaden. Ich glaube, das ist das Richtige, ja. Und dann statt dem hier, kritische Treffer regenerieren LP ist, glaube ich, nicht so gut. Ich meine, diese Lanze hat ja Heiligschaden, oder? Nee, einfach nur körperlich, ganz normal. Okay, ich dachte, es wäre Heiligschaden. Riesenschlangenjagd hätte sie als FP. Nee, ich wollte eigentlich nur gucken, was du noch so zu bieten hast. Riesenschlangenjagd macht einen mächtigen Satz vorwärts und setzt per zusätzliche Eingabe mit einem Aufwärtsstoß nach. Kämpft ihr gegen Riesenschlangen, erscheint eine lange Lichtklinge, um die volle Macht der Waffe zu entfesseln. Ja. Können wir dann auch benutzen. Es ist aber kein Heiligschaden. Nee, das brauchen wir alles nicht. Das Skarabäus ist eigentlich auch nicht nötig. Hört die Kraft aufeinanderfolgende Angriffe. Das ist natürlich schon auch immer gut. Was haben wir noch? Steckt Feuerangriffe? Nee, das ist es nicht. Verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer. Senkt FP-Verbrauch. Ich meine, ich glaube, wir haben jetzt eine Lanze, oder? Ist das nicht eine Lanze? Ist das nicht eine Stoßwaffe? Konterangriffe, aber Konterangriffe machen wir, glaube ich, nicht. Was hätten wir denn hier noch? Die Resistenzen erhöhen könnten wir, ja. Stärke erhöhen könnten wir. Bringt uns aber, glaube ich, nicht so viel. Die Ausdauerregeneration, die wollen wir drin haben, ja. Da mache ich das mal hier rein, weil das ja unser Platz ist, wo wir das immer haben, und machen dafür hier dann das Feuerding rein. So, so machen wir das. Genau, mehr Ausdauer ist in dem Kampf bestimmt gut. So, dann holen wir uns die Lanze und kopieren uns dann. Und damit ich wollte hier noch rasten. Und dann kopieren wir natürlich auch die Lanze. Also zumindest ist das der Plan. Und das müsste eigentlich auch funktionieren. Die Frage ist, müssen wir jetzt nochmal gegen die Riesenschlange kämpfen oder ist es gleich Rickard?
Wahrscheinlich nochmal die Riesenschlange, schätze ich. So, Lanze haben wir. Ja, es ist nochmal die Riesenschlange. Ja, das ist auch die Lanze. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich muss jetzt schon mal den ersten Trank nehmen. So. Schauen wir doch mal den Zusatzangriff an. Ah ja. Oh, naja, ich weiß gar nicht, ob der so gut ist. Der Zusatzangriff. Wie werden wir hier weggeschoben von so einem Arm? Ich glaube, das ist deshalb, weil sie betäubt ist. Ah, Mist. Ah, jetzt haben wir sie. Haben wir sie. Sehr gut. Und jetzt müsste eigentlich... mal raus. Ja, jetzt kommt der... die Cutscene, die können wir aber überspringen. Und jetzt haben wir ihn. Und das Schöne ist, wir haben jetzt unsere verbesserte Imitate-Träne. Aber wir haben jetzt zur Hälfte unten, das ist schon gut. Das ist richtig gut. Ja, wir haben ihn gleich. Ich glaube, wir haben ihn jetzt sowieso betäubt auch, gerade. Und zack, komm, jawohl. Einmal noch, oder war es schon? Das war es, glaube ich, schon. Es war's, jawohl. Super, Rickards große Rune, Echo des Plasmemischen und 130.000 Runen. Super. Ich beuge mich niemanden. Die wahre Schlange kennt kein Ende. Tja. Fantastisch. Wo sind unsere Runen? Da drüben sind unsere Runen. Das war jetzt gut. Hervorragend. So, da kommen nochmal 25.000 Runen. Das reicht vielleicht sogar schon für einen Stufenaufstieg. Ich schaue mal ganz kurz. Ne, 2.000 fehlen noch, aber die holen wir uns noch. Jetzt werde ich aber erstmal unser Inventar wieder aufräumen. Also den Schlangenjäger wieder raus, dafür die hier wieder rein. Der Bewacher ist noch nicht auf plus 10. Dann den hier. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was wir da drin hatten. Da hatten wir das hier drin. Und da hatten wir unser Blut drin. Hier. Das können wir dann aber verändern, wenn wir aus dem Haus hier rausgehen. Das brauchen wir nicht in freier Wildbahn. Was ist denn da? Augenwappenrocken. Okay. Was ist das hier von alten Kriegern? Haben die das fallen lassen? Wo sind wir denn eigentlich? Ah, wir sind hier. Wie unterirdisch. Okay, und da ist in der Mitte ist Rickard Fürst der Blasphemie. Ja, genau, das haben wir. Das ist also unter diesem. Wir sind gerade unter diesem Lava-Dom. Das ist ja krass. Okay. Cool. Sehr cool. Ich weiß nicht, wie weit wir drunter sind, aber wahrscheinlich schon ziemlich weit. Ja, cool. Sehr schön, dann steigern wir uns. Und gehen dann nochmal im Haus Vulkan ein bisschen spazieren. Und reden nochmal mit der Chefin. Ob die jetzt was zu uns sagt, weil wir jetzt den Boss besiegt haben, oder ob das ihr egal ist.
So, wie viele Runen brauchen wir? Wir brauchen 2000 genau. 2000 genau. Wie schaut es denn mit so einer aus? 1600, 2000, okay. Her damit. Stufenaufstieg, nochmal bitte Glaube. Dann sind wir bei Glaube schon bei 10 und jetzt kriegen wir sogar eine Verbesserung unserer Waffe, L3, und Immunität, Fokus und Lebenskraft verbessern sich ein bisschen. Schön. Wir sind dann Stufe 155 und müssen noch zweimal Glaube steigern. Nach unserem Plan zumindest. So. Hier kommen wir nicht anders raus, als uns zu teleportieren. Deswegen gehe ich mal dorthin. Haus Vulkan können wir abhaken, Freunde. Können wir abhaken. Ich habe hier meine lange Liste an unerledigten Dingen. Und Haus Vulkan können wir abhaken. Super. Ja, ich glaube, als nächstes werden wir uns einen kleinen Boss schnappen. So einen kleinen Feldboss. Wo ist denn die Frau da hinten? Das ist die. Hallöchen, ich wollte doch kurz mit dir reden. Ja. Das kann sein. Okay. Gut, und dann werde ich noch mal kurz in diesen anderen Raum gehen, wo die ganzen NPCs drin. Oh, schaut mal, da hinten ist auch was. Was haben wir denn hier? Aufrichtiger Dank. Von wem denn? Von ihr? Oh, sie ist weg. Zuraya, oder wie sie hieß, ist weg. Sie ist weg, okay. Wen haben wir denn hier noch? Nur noch er. Ja. Interessanter Helm. Ja, und zwar. Er möchte mit uns kämpfen, interessanterweise. Okay. Die anderen sind alle weg. Hier waren noch ein paar mehr NPCs, die sind aber alle weg. Okay, interessant. Gibt es in dem ersten Raum noch was? Ich meine, da gibt es diesen Durchgang. Ja, genau, da gibt es diese Schlangen. Beziehungsweise Spinnen. Quatsch, was rede ich? Schnecken. Brauchen wir aber jetzt nicht weiter. Okay, mit Peaches brauchen wir nichts. Und dann haben wir hier diesen Durchgang geöffnet. War nicht irgendwo noch anderswo eine Tür? Hier war keine, ne? Da draußen war dieser verrückte Riese. Hier war keine Tür, die wir noch öffnen konnten. Nee, dann haben wir alles erledigt. Wunderbar. Wunderbar, was mir gerade einfällt, wir haben ja eine große Rune bekommen von diesem Typen, die müssen wir auch noch aktivieren. Und wahrscheinlich ist das jetzt dieser Turm hier, der hier. Der heilige Turm vom Westaltus. Weil das gehört ja wahrscheinlich zu Westaltus und nicht die von Morgoth. Die von Morgoth muss, da muss woanders sein und auch dieser Turm hier muss woanders dazu gehören, sonst wäre der aufgegangen. Ich gehe mal hier hin. Mal schauen, ob der sich jetzt für uns öffnet, nachdem wir die heilige oder die große Rune von diesem Rickard haben. Kann schon sein. Wir gucken einfach mal. Weil sie nutzt uns nicht, solange wir sie nicht aktivieren. Ja, öffnet sich. Okay.
öffnet sich. Gibt es da unten was? Ja. Dann hoch.